Ja, mein Kumpel Victor und ich sitzen voll stoned mitten im Unterricht. Und er fragt mich, Nikita, wie kommt es eigentlich, dass ein Meteorit immer genau in einen Krater einschlägt? Ich sage, ist es dein Ernst? Nur also ich denke, dass Erdanziehungskraft dort einfach am stärksten ist. Ich sag, das ist so dumm. Das ist so dumm. Nein, Mann. Wissenschaftler berechnen die Flugbahn des Kometen. Und dort, wo der Komet einschlagen soll, graben sie ein Loch. Nein, Nikita, ich denke nicht. Ich denke, die Natur regelt diese Dinge. Wie erklärst du dir dann, dass ein Fluss immer exakt unter einer Brücke durchfließt?